Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, wie ihr seht, da gibt es Stellen bei, die sind noch recht dunkel. Ich vermute mal, da hat er eine ganze Spur vergessen. Kann man hier besser erkennen. Ah, ne, da. Doch, da schon. pH-Wert nicht. Da hat er klappt und mal gemacht. Also das hier mal immer nacharbeiten und hier ganz hinterher. Und da ist auch, da wäre die Breite anders genommen. Das ist egal. Jedenfalls hier definitiv, ja. Ja, das zieht nun durch. Wäre ja Quatsch, wenn wir das nicht machen würden. Können wir kleiner machen. Wahrscheinlich hat er mal selber selbstständig woanders gearbeitet. Oder ich habe es vielleicht übersehen, mal wieder einstellen. Das kann ja auch sein. Hat ja eigentlich bisher gut geklappt. Ja, Ballen pressen. Geht nebenbei weiter. Und ich hoffe, das klappt auch. Ja, wie es sieht. Ja, ne? Hier da. Gras. Klappt. Wollte eigentlich noch nebenbei mähen. Aber das machen wir gleich im Anschluss. Dann sind wir mit Gärresse durch. Kurz selber fahren, hier was mit der Karte so sehen. Ne, warum wir hier. Da wird es wieder dunkelrot, dunkelgrün, das soll auch nicht sein. Also vom Fahren ist der hier mit. Ja, diese Art Raupe ist ungünstig. Für enge Kurven, da gibt es Schwierigkeiten. Also muss man in der Mitte von der Spur fahren. Dann geht das. Dann weiß er, wo es hingeht. Jedenfalls. Bei Mais ist allgemein, da verträgt einiges, was auch Überdüngung angeht. Aber man muss mal dran denken, im Realleben ist das so, Gärrest ist ja eigentlich, wenn es nicht gerade aus der Gülle Anteil sehr hoch ist, dann muss es noch verrottet werden. Ne? Also muss noch verrotten. Nicht werden, nur muss. Sonst. Und 3000, naja, ich habe noch LKW zu stehen, die jetzt noch voll sind. Wenn wir da rausfinden, ne? Ansonsten wäre es auch egal, wenn ein paar Meter fehlen sollten. So, das ist dann nicht so schlimm. Im Grunde das, was zu dunkel, zu hell ist, ne? Also. So. Leer. Wir müssen ganz kurz zum LKW fahren. Ich meine, für Bodenverdichtung ist das mit Raupe besser. Ist ja mal so. Weil die Fahrzeuge werden immer größer und schwerer und das ist dann, ja. Weil dann praktisch, ja, um das wirtschaftlich zu machen, muss der scheint leer zu sein. Da das war schon früher so. Kleine Parzellen, kleine Maschinen, hoher Aufwand mit Bearbeitung und mit größeren Maschinen hat man halt ja größere Arbeitsflächen etc. und da geht schneller. Auch in dem Falle sogar mit weniger Bodenverdichtung. Ich habe es noch probiert. Im Grunde will ich es noch probieren, dass man im Prinzip mit derselben Arbeitsbreite immer arbeiten kann. Man hier ist sich jetzt im LS ist das nebensächlich, aber Realleben ist das so. Wenn ich immer in derselben Spur fahre, irgendwo muss hier ein Punkt sein, wo rot ist. Dann verdichte ich halt immer nur die eine Spur. Ich glaube da oben. Das ist nur ein Punkt. Zweiter, oh ja, ich habe die schon eher. Das funktioniert. Den machen wir noch nach und dann ist sie fertig. Und dann kann praktisch, ja, Vorspur nicht, wir sind noch Gras.
Gras mähen lassen, Gras pressen, ich muss einsammeln. Na, das ist ja alles. Muss ja nebenbei machen. Ich habe ja gemerkt, mein Internet ist ja nicht ganz so schnell. Ich beginne heute schon mit Hochladen. Als das ist halt so. So heute ein bisschen und dann morgen noch ein bisschen, dann brauche ich noch einen Rest. Ja, vielleicht Freitag. Dann kann ich schon morgen anfangen, morgen Vormittag mit eintragen. Dann zieht sich das ein bisschen mehr in der Woche rein als am Wochenende. So. Geht reichlich, ne? Bodensensor ist hier noch nicht notwendig. Oder der Sensor für Dings. Aber wenn man später nachdüngen wollte, bei Mais, wenn höchstens, ja, hier wäre es die erste Wachstumsstufe im Prinzip gerade gekeimt. Ne? Also aber normalerweise, wenn man das mit Gärreste macht, muss das nicht gemacht werden. Dann ist es fertig. Weil, wie gesagt, die Gärreste verrottet ja im Laufe der Zeit und gibt dann die Nährstoffe immer hinterher ab. Ne? Also im Idealfall ist das so, man macht das unter der Erde, damit die an der Luft nicht entsprechend ja, das umgewandelt wird, ne? In Ammoniak. Aber wir haben hier sowas nicht, so eine Maschine, wo unter der Erde gemacht wird. Strukturverfahren. Vollmatt, glaube ich, so eine Maschine. Vollmatt. Da wird praktisch ein Gülleband oder Gärresteband unter der Erde gelegt. Wie ich sehe gerade so, das reicht nicht aus. Aber das macht nichts. Mit dem Wissen können wir leben. Also kostengünstiger kann man gar nicht düngen. Also da, das reicht, das ist perfekt. Das ist doch perfekt. Aufklappt erst X. Aber ich würde den hier stehen lassen. Nicht, dass wir das mal machen wollen oder müssen. Aber wenn das wirklich durch den Wachstum das wieder schlechter wird, von der ja, dass es verzehrt wurde, praktisch, dass sowas fehlen würde, dann würde ich nochmal das machen lassen. Mit demselben Kurs, das ist schon okay. Erstmal parken. Jetzt müsste ich eigentlich striegeln. Oder walzen. Oder beides. So. Mal gucken. Auf dem Hof, die Silage ist schon durch. Hier ist bei 64%. Und hier muss gewalzt werden und gestriegelt. Also im Grunde nehmen wir erstmal die Walze. Ist ja ein Klacks, ne? Nehmen wir eben hier. Da könnte man zur Not, wenn das wirklich mal so wäre wie auf der 32, dass punktuell ein bisschen Dünger fehlt, dann zieht er halt durch und ist hier fertig, ne? Also wenn Wachstum durch ist. Wahrscheinlich, wenn ich die Zeit so sehe, April, zweiten Tag, zum Mai her, würde ich meinen. Mai wird es wahrscheinlich draußen sein. Also 1. Mai. Die erste Maiwoche im Prinzip. Man muss ihn immer so sehen, ich spiele mit 3 Tagen. Und die 3 Tage würde ich mal so hochrechnen auf 4 Wochen. Das sind ungefähr 10 Tage im Monat. Und 10 Tage, in 10 Tagen passiert schon viel, ne? So. Muss er kurz berechnen. Mit diesen hier, dann muss er ganz schön. Das Programm braucht dafür länger. Der Rechner nicht. Braucht ganz schön lange.
Ja, ich wünsche mal einen schönen Wochenstart, ne? Nee, ja, gerade war gestern. Ja, egal. Trotzdem, sicher, sicher. Und nö, mach keinen Scheiß. Hier, 25%, das ist echt heftig. Da kommen wir nicht zurück. Vorspulen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn das jetzt wirklich lange dauern sollte, also sehr lange, ja, dann muss ich bei 10, bei 9 schneiden. Mal schauen, ob ich das noch dran denke. Mal dazu sagen. Eigentlich schon. Das ist heftig. Ah, jetzt ist er fertig. Ja, ist halt so, ne? Das muss ja alles, das mag noch gehen, aber hier hat er Probleme, denke ich mal. Das sieht mir ganz schön. Erster Wegpunkt. Ja, mit dem Sensor ist beim Walzen Quatsch, aber ich habe es halt im Düngerstreuer dran gehabt, ne? Aber er will Walzen haben. Was sagt er mir aktuell? Alles perfekt. 141%, das wäre eigentlich, das kommt jetzt nach dem Walzen. Ja, 42, 1%. Aber immerhin. Und näher Striegel und grob weg ist, dann geht was. Und hier ist alles. Und hier hast du auch Stichstoff schlecht noch, ne? Also hier. Denk mal, wird sicherlich noch mal abhängig vom Boden. Denk mal, da er nur 60 Kubik raufbringt, muss man garantiert noch mal nacharbeiten. Striegeln hinterher, sonst die kommen durcheinander. Sehe gerade, der arbeitet hier. Gut, ich fahre zum nächsten Wiesen. Zwei Wiesen sind noch, weil ich weiß, mir recht erinnere. Dass der Zaun so aushalten kann. Ja, wenn alles klappt, ja, Lageraufbau muss ich auch noch. Ja, umbauen. Ja, aber wie gesagt, da muss immer die Silage alle sein, ne? Bevor ich dran. Das hintere Silo könnte ich schon umbauen, aber nur mal einebnen, dass es auf eine Höhe kommt. Zumindest einen ganz groben, ne? Dass es nicht so sehr extrem springt. Das wäre schlecht. Mal sehen, die Wiese ist eigentlich auch noch lukrativ zu machen, ne? Zu kaufen. Ich muss mal sehen, wie ich das hinkriege, dass die BGR alles verarbeiten kann. Ob wir da nicht so viel auf Lager haben. Silage. Gras-Silage in dem Falle. Eis-Silage. Müssen wir schauen, ob die zwei Felder ausreichend sind. Vielleicht macht die KI noch irgendwo ein Feld. Und sehr wahrscheinlich, hoffe ich mal. Und dann werden wir da vielleicht noch eins kaufen. Mal schauen. So. Wie der Ertrag hier aus? Was sagt er mir? Nix. Mal nix. Drängen. Muss ja immer erst die Tür ausklappen, ne? Manchmal geht es gut, manchmal dauert es länger. So, das ist. Wenn der Mauspfeil auf dem Nachbarbildschirm ist, dann ist es doof. Das ist hochgradig gefährlich. Weil dann springe ich aus dem Bild. Beziehungsweise
Das Bild geht weg. Geht in den Hintergrund. Streng. Nee. Jetzt muss ich gucken, ob da... Ah, muss ich einschalten wieder. Ich meine, für Ballenpressen wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch. In Silo wird es nicht reingehen. Einschalten. Ich habe es mal probiert. Da kann man nur eins machen. Man muss dann, ja, alles nur gelb. Oh, rot. Oh je, oh je. Man muss dann entsprechend. Was ist jetzt hier nicht perfekt? pH-Wert ist schlecht. Stickstoff ist perfekt. Gut, an Kalk könnte schon liegen, ne? Also, ein paar Prozente. Ja. Wohl für April normalerweise ist der Boden. Ja. Erste Mal wachsen ist eigentlich meistens nicht so schlecht. Wahrscheinlich weiß er, dass wir genug haben. Aber ich will jetzt für die kleinen Wiesen ein kleines Güllefass kaufen. Entweder einer, der spritzt. Diesen Paket. So ein. Der geht ja nicht. Das ist auch hier so groß. Der kleine. Der hinten Prinzip dann so ein Ding bekommt zum Raussprühen. Das wäre eine Variante. Oder man nimmt sich von den Güllefässer was kleineres. Ob da was zu sehen ist. Ne, können wir nichts. Wir können da nur transportieren. Da kann er höchst Überlade machen. Und das? Na, geht nichts. Da geht nichts. So, und dann liegt noch die andere Variante. Klein. Und da wollen wir dazu kaufen, ne? John Deere's Mining. Ach, da kriegst du was rein. Aha, okay, das könnte man behalten. Wie soll die rein? 13 Kubik. Ein bisschen mager. Aber der wäre mit Dings da. Mit dem. Das wäre eine Arbeitsbreite von 7 Meter. Das ist fast wie der andere Teil, ne? Der hat den Vorteil, er ist ziemlich... klein, oder nehme ich diesen hier? Ist das gleich mit zusammen? Das wären 15 Kubik. Es geht ja darum, dass er mit Traktor fahren kann. Und durch diese Länge passt er besser rum. Auf der kleinen Wiesen. Also die Arbeitsbreite recht so wichtig. Wir müssen noch gucken, also schon wichtig, aber da müssen wir im Prinzip gucken, dass wir da nach Möglichkeit eins bekommen. Wo 18 Kubik wieder an von Dings, 15 Meter Arbeitsbreite. Das wäre schon bald zu groß. Weil das sind 20 Kubik. Und das wäre eine Arbeitsbreite von 18. Und das wäre der andere war 36, eigentlich für 18 Meter. Gar nicht mal so verkehrt. Der hat 20 Kubik gleich, ne? Und das könnte man 6 Meter immer schwer. Das sind alles, das ist schon bald zu breit bei den kleinen Flächen, ne? Das ist ja, ich meine, so großes Teil muss erstmal, ja, der hat 4 Achsen, das ist schon was, ne? Der Haken ist die zweite BGH, die Zufahrten sind ziemlich bescheiden. Weil es ziemlich eng ist, aber das wäre die andere Variante und das wäre ziemlich teuer, weil der hat den Nachteil, dass man halt ja, das könnte man 30 Kubik, aber wie gesagt, das ist mir zu groß. Zwei Achsen wäre ideal.
Sowas hier. 20 Kubik oder sowas. Auch 20 Kubik. Die Leistung ist die gleiche. Preis auch. Und das wären 18 Meter. 20 Kubik, 18. Und der hat schon links dran jetzt noch 15. Auch 15. Das sind 16, 21. Und der wäre 6. Das ist ein Schlitzsystem, ne? Also, und der wird sogar eher wie Gruppe, ne, oder? Ja, die Gruppe, würde ich meinen. Wir wollen nicht Gruppe, das ist ein bisschen zu breit. Ja. Jetzt mal gucken, das müsste Ding sein. Zum Schlitzen. Und das mal gucken. Kombinieren. Oh. Ja, das war teuer. 20 Kubik, ne? Das war richtig, das war richtig. Das wäre nichts. Das wird teuer. Also dann können wir auch hier sowas nehmen. Da wäre alles dabei. Und 16, 15 Meter. Würde sich bei den kleinen Wiesen besser machen. Aber. Gut, die zweite Runde macht er jetzt, das dürfte alleine hinkriegen. Aber der Trag ist nicht rosig. Ja, gut. So. Der braucht nicht fahren. Du wirst später dran sein. Dann fahren wir mit denen, ne? Ich muss zuerst die Ballen runterbringen. Die Wiese wäre. Bis auf Kalk. Ja, wo stelle ich die Ballen hin? Das ist ja nicht die Frage. Schwierig. Die muss ich immer zwischenlagern irgendwo. Ihr könnt aber auch erstmal was verkaufen. Das ist, ich habe ja, das Lager ist voll. Mit Erdbeeren und so. Das ist. Nächste. Ich müsste aber auch, könnte aber auch hier überall Butter und Käse. Das ging auch. Weil da ist wieder leer, da muss man auch wieder zuliefern, ne? Die Brüder. Ja, das Treibhaus ist extrem, also. So. Das dürfte mir voll sein. Ja, ist voll. Salat. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir das muss ja auch laufen, ne? So, mal gucken mal. So. Wir müssen umstellen auf. Auf. Wir haben eure Palette, das passt. So. Mit zwei Anhänger ist ja mit zwei Fahrzeugen ist ja ein bisschen besser als mit, also mit zwei mit Hänger und versuchen mal ein bisschen zu sortieren. Tomaten, Salat. Dass wir da gucken können, wer hat den besseren Preis, ne? Also ich meine, wenn es nur ein paar Euro sind, Anführungszeichen, muss sie dann
und sich fragen, ob das dann entsprechend sich dann garantiert weiter so war, ne? War alles voll, würde ich meinen. Oder? Ja. Guck mal rein. Was sagt der Preis für Salat? Ich meine, ich kann, wenn wir jetzt diese Preisliste nehmen, nicht da, haben wir, oh, da. Da. Nudler Baumwolle haben wir hier nicht, ne? Ist aber kein Problem. Wo ist jetzt das Ding? Wir haben es hier, ne? So. Weil Salat können wir mal nicht aufheben, das geht nun mal nicht. Bestenfalls verarbeiten, bist aber aktuell auch nicht wohin. Mit was, ne? So, Salat. Aktuell bester Preis ist Restaurant Diensthöhe. Ja, und wir haben Februar, ne? Restaurant Diensthöhe, das müsste ganz oben drin beim. Da. Da fahren wir hin. So. In Ansicht. Oh, schon wieder soweit. Fast soweit. Aber du schau, das soll schon heute gewesen sein. Wie wenn wir morgen euch abholen beim, ja, bei der Fernfahrt. So, nicht mehr wie um die Ecke. Ich sag mal, schönen Dank, lass ich reinschauen. Der einzige Blöde da oben ist, wenn Anhänger ein bisschen schwieriger. Mal gucken, wie es hinkriegen. Ja, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.